So, da sind wir wieder. Hat sich nicht groß verändert, außer dass ich jetzt endlich einen Timer drin habe und dass wir Ground Strike Port haben. Finde ich gut. Ich habe ein paar Bomber. Haha. Ja, das stimmt. Fange ich mit der BB1 an. BB1, ich bin Denke froh. ich. Ich bin ein bisschen froh, dass ich los bin. Nee, ich fang mal mit dem komischen. BB1 ist lustig. Ja, Kann ich dann ja danach ersetzen. nee, ist ja nicht mächtig genug. Mal schauen, ja. Auf die Jak 5 freue ich mich schon. 2, 12, 7 und eine 20 mm. Ist nicht so ohne, um ehrlich zu sein. Könnte das wehtun. Mit Level 5 haben wir noch 2 Level. Gott, komm, lade. Lade. Wie war das Ladevorgang? Wenn Gronk schon so schlechte Sprüche macht, musst du die nicht dann noch klauen. Hey, du hast den geklaut und ich habe ihn von dir Ja. geklaut. Der kam doch locker flockig aus der Hüfte. Wenn er Cremig. jetzt doppelt klaut, ist, weiß ich nicht, ob das unbedingt gut ist. Der kam cremig aus der Hüfte, mein Freund. Alter, der kann ja lange in der Luft sein. 3 MGs. Standard Winter Camouflage. Mal schauen. Okay, ist eine Sommermap, aber trotzdem fliege ich hier mit Wintercamouflage rum, erkenne ich nichts. Oh, viele Ziele. Hahaha. Ich sehe so viele Ziele, das wird lustig. Ich muss echt mal schauen, wann ich hier Bomben dran klatschen kann, aber. Weil das ist ein Bomber, aber von Anfang an kann ich da keine Bomben Ein ranhauen. bisschen Höhe gewinnen. Das Lustige ist aber, da ich ein Bomber bin, kann ich am Bomber Spawn Point spawnen. Das heißt, ich bin schon von Anfang an 2200 Meter hoch. Na, mal schauen. Ja, wahrscheinlich ist der für gegen Bodenziele. Gegen Bodenziele gut geeignet. Toxin ein, hey, quit the game. Armored Car, Medium Tank, Armored Car. Ah ja. Schau, ich was treffe. Ja. Hab was erwischt. 680 XP. Bloß wieder mal 1000 Meter weiter steigen. Oh, Critical Hit drauf. Und Sir hat gerade einen Crit drauf gelandet. Wie gesagt, du hast ein Heckgeschützen, nicht unterschätzen, ne? Ja, das hat aber nicht gefeuert. Und es sind auch 500 Meter hinter mir keine Flugzeuge. Cheater! Alter, dieses MG macht mich fertig, das überhitzt ja wahnsinnig schnell. Und eine HE-51, die sollte ich doch sogar mit dem Ding platt kriegen. Mal schon, ja. Ja, näher, Feuerkraft hat sie fett, aber Wendigkeit eben das einzige Problem, aber die hält eigentlich nichts aus. Nein, ich muss nachladen! Schon wieder so hässlich hier rum, das ist zum Kotzen. Yeah, ist doch schön. Nein, nein, nein! Oh, ja. Genau dann, wenn ich die Nein, abschießen. ich reduziere nicht mein Speed, ich will jetzt hier abstürzen. Alter, wenn mich jetzt. Surface Unit destroyed. Kill Assist. Aircraft destroyed? Hab ich gerade nicht, ich habe nicht gerade ernsthaft einen Flugzeug mit einer Bombe gekillt, oder? Du hast drauf.
Das ich hab Merkel mit einer Bombe gemacht, ey, ich krieg's nicht. Ich hab auch nicht mein MG noch einmal abgeflogen, trotzdem Merkel, das ist irgendwie gut. Ja, vielleicht ist er gerade im Tiefflug geflogen und dann der Sprengkraft war ein Verbündeter, aber den habe ich nicht erwischt, weil hätte ich was abgezogen gekriegt. Ja, wenn du Verbündeten killst, dann kostet das 5000. Klar, ich habe was dazu gekriegt. 5000 Credits. Ich hab ein Leck! Im Gegensatz zu dem, was du bei Word dazu verblechen musst, ist es noch recht billig. Bei Word? Ja, da musst du ja gar nichts blechen teilweise. E112, welches Level ist das? Keine Ahnung. Aha, okay, Destroyer, da brauche ich nicht mit meinem G drauf gehen. Ich weiß ja nicht mal, ob ich mich überhaupt Medium Tanks. Kann ich Medium Tanks mit einer 12-7er? Ich glaube nicht, ne? Da brauche ich schon eine 20mm und eine 37mm. Sind die Bomben wieder da? Die Bomben sind wieder da. Oh oh, du fliegst gerade gefährlich. Hast du da gerade drauf gebombt? Yep. Ich bin ja schon dran vorbei. Ich habe vor allem die ganze Zeit zwei Jäger hinter mir gehabt. Oh komm, nur ein Treffer gelandet hier, so eine Kacke. So, dann nehme ich jetzt mal die Leck. Wobei, nee, so zwei muss ich auch mal ausprobieren. Genau, die nehme ich. Guck ich mal. Ganz neuen Flugzeuge mal testen, nicht wahr? Fliegt hier noch mit der BB-1 rum. Nee, ich hatte zwei Jäger hinter mir, die mich abgeschossen. Was, ich hab mit Airkill? Ja, das war jetzt ungefähr so, hä? Wie, ich hab mit der Bombe den Airkill gemacht? Ne, ich hab die ganze Zeit mit meinem MGs rumgespammt, was ganz lustig ist mit dem Ding. Aber ich hab einen Airkill? Krass. Hab ich nichts dagegen. Was ist mit dem Günther? Füße hoch, der kommt flach, der war wirklich Bastian, aber wirklich. Damit nerv ich Patrick immer, wenn er krass sagt, statt einfach nur krass mit K, wie es dann normal geschrieben wird. Krass. Das geht ihm so auf den Eier. Ja, egal. Das ist auch einfach ein Scheißspruch. Ja, aber er hat es verdient, wenn er zu blöd ist, die deutsche Rechtschreibung zu benutzen. Das ist richtig, allerdings frage ich mich, wie man die Regeln deutscher Rechtschreibung benutzen will, wenn man spricht und vor allem wie du das überprüfen willst, wenn du es nicht geschrieben vor dir sehen kannst. Das ist ja, er schreibt ja immer im Chat. Nee, BBY, die hält mir, achso. BBY hält mir zu viel aus. Kennt ihr denn den Günther? Bin mir nicht mehr sicher. Ey, komm, nur ein Treffer auf den scheiß Zerstörer. Okay, zwei Treffer auf den scheiß Zerstörer. Ich hab einen Zerstörer ausgenockt. Okay, Flugzeugträger. Soll ich auf den landen? Er ist ein gegnerischer, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber probier's mal. Kommt bestimmt gut. Servus! Ja, gleich abgeschossen, nicht so den Eindruck. Ja, ich auch, ich hab schon wieder. Boah, ihr Wichskrüppel! Eine Spitfire Mark II, fuck! Ja, die Spitfire sind scheiße. Also, wenn sie hinter die kleben. Nein! Verpiss dich! Kill Assist, weil der Trottel mich wieder rammt. Ah, die Hurricane hinter mir war leider nicht so dumm. Die schießt alles, aber wirklich alles auf mich. Ja, ich lebe immer noch. Ich hätte eine Hurricane Mark. Das erledigt sich jetzt wahrscheinlich gleich. Jetzt hat sich's erledigt. Und erledigt. Ja, ich hatte eine Hurricane Mark 1 hinter mir, die leider schlau war und nicht auf meine langsame Flugtaktik reingefallen ist. Mal die Leck 3 aus. Ja, probiere auch gerade. Ich habe bis jetzt erst ein Flugzeug verloren, das finde ich gut. Die ist ganz lustig, weil die hat einen 20mm und eine 12-7er, also. Maschinengewehr, eine kann. Maschinengewehr, eine Kanone. Ja, 20mm Kanone, eine 12-7er, 12,7mm Maschinengewehr. Ja, die schießt zwar nicht so schnell, allerdings macht ein Treffer extrem Schaden.
Und das probiere ich gleich mal an einem richtig starken Flugzeug aus. Der H-51. Ich schau mir die 16 da. Ja. Nein, ich war zu schnell. Ha, critical hit. Oh, jawohl, schon wieder. Double Strike, nice. Oh, die ist lustig. Kacke, nein. Nein. Mein linker Flügel ist kaputt, ich muss landen. Wo ist unser Flugzeugträger? Nein. Haben die schon unseren Flugzeugträger versenkt? Ich weiß es nicht. Gar wir gewinnen eh. Ja, muss ich mich so lange in der Luft halten mit meinem kaputten linken Flügel. Hast du kein anderes Flugzeug mehr? Doch, aber ich will die trotzdem nicht. Ich habe noch eins, aber ich will trotzdem nicht sterben gehen. Boah, hat der Pisser gerade versucht mich zu rammen? Geht ja gar nicht. Geh doch runter! Hey, ein Bowfighter. Das letzte Mal versucht so einen abzuschießen, war das echt lustig. Das hat leider nicht so ganz funktioniert. Ich kann leider nicht mehr mein Flugzeug drehen, das heißt, ich flieg komisch auf den Kopf, aber... Du fliegst noch! Ja, das stimmt, das ist nur gut. Scheiße! Jawohl, ich hab den erwischt, der ist tot! Nice, nice! Kanone muss natürlich direkt überhitzen, wenn ich gerade den Baufighter abschießen will, oh Mann. Das ist schön. Nicht so. Ja, das Schlimme ist ja, die lädt 30 Sekunden nach, wenn sie überhitzt ist. Schlimm ist jetzt eher, dass ich gerade abstürze, aber... Naja, siehst mal so. Für den Gegner, der dann Punkte kriegt, ist es nicht schlimm. What? Nee. Hat der Trottel mich gerade gerammt? Hast du, Arschloch, schon wieder Punkte gekriegt, weil ein Vollidiot nicht reingerauscht ist? Punkte hab ich keine gekriegt, aber ich glaube, kam dann hinter mir ein ziemlich zerlegtes Arschlöcher. Die haben mich abgeschossen! Ziemlich zerlegte Arschlöcher kamen hinter dir. Nee, da kam dann eine Leck 3 ohne Flügel an. Das ist doch schön. Die stürzte dann so unter mir durch. Ja, aber Flügel werden überbewertet. Mein Reden. Ah, meine Kanone muss schon wieder nachladen. Scheiß IL-2. Lass die SB-2M leben, die will ich abschießen. Ich muss 20 Sekunden noch warten, bis meine fette Kanone wieder einsatzbereit ist, also. Ich bin eh abgeschmiert, also. Ey, es sah vorhin so gut aus, ja, und jetzt sieht es echt noch so aus, als ob wir verlieren. Wir könnten noch verlieren, aber sieht ja nicht so aus. Yes! Oh, jawohl, Critical Hit, den Wichser habe ich erwischt. Ach, kacke, nein. Ja, jetzt bin ich tot. Die G5, die Baufighter da. Nein! Und tot! Oh, die Baufahrt. Arschloch, hasse dich. Hol ich jetzt meine I-16 raus. Mano! Aber... Auch grad. Die Leck 335 ist echt lustig. Ich habe damit 3 Kills gemacht. Und deutlich mehr Support. Ey, kann das sein, dass wir irgendwie keine Bomber mehr haben, die jetzt noch die zwei Flugzeuge... Yes! Kill! Ich habe mich dabei zwar auch zerlegt, aber... Ja, das Wrack ist dann leider genau in mich reinge... Nein! Und ich muss noch was für Friendly Fire zahlen. Ah! Fail. Bist du jetzt schon raus, oder was? Nee. Ja, ist halt doof, wenn du einfach mal mit ein paar Raketen spammst und nicht sicher bist, ob es nur Gegner erwischt. Das stimmt. Oh, Baufighter, der versuche ich mal mit Rockets was zu erledigen. Hast du ja schon gute Erfahrungen gemacht mit Raketen und Baufort? Naja, es war nicht die Dings. Nee, Baufighter war es bei mir. Achso, ja, ich habe eine Baufort. Hinten ist noch ein Baufighter, aber der ist 14 Kilometer weg. Der dürfte keine große Gefahr darstellen. Was? 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 Fick dich! Was los? Ich wollte mich gerade hinter sie setzen, da kommt ein kurzer Feuerstoß und ich schmier ab. Ja, fail. Von der Beaufort da unten. Du solltest vielleicht mal die letzten zwei Schiffe noch versenken, irgendwie. Ja, deswegen habe ich extra einen Bomber genommen jetzt. Ich hatte keine leider mehr.
Ey, ich pack's nicht, das verlieren wir jetzt noch, ne? Vorhin sah es so gut aus, aber dann hat anscheinend keiner mehr Bomber oder niemand hat es mehr für nötig gehalten, die auszunocken, die letzten zwei Schiffe. Und deswegen verlieren wir jetzt noch, ey. Fast so schlimm wie ein Wort hier. Aber ob Sieg oder Niederlage, das macht hier in dem Game ja nicht allzu viel aus. Ja, ich versenke jetzt hoffentlich gleich den Carrier. Ja, aber der hält ein bisschen was aus, also wenn er nicht schon... Moses, okay. Ich hab grad On-Hand gekriegt. Ja, dann ist vorbei. Waiting for results, ja, fick dich. On-Hand, das ist so ein bisschen wie Unterstützer. Ja, ich weiß. Sehr gut, Bastian! Komm, ich bin grad noch ein bisschen bombardiert, naja, war aber sehr knapp. Ja, wie gesagt, zwei verfickte Schiffe. Aber wie gesagt, das ist... Hätte ich wahrscheinlich jetzt gleich noch versenkt. Hättest mal früher den genommen. Aber die Leg 3 ist funny. Ja. Jo. Ja, ich finde die richtig. Ich finde die richtig nice. Max. Hey! Ja, ich war jetzt nicht so gut. Ansichtssache. Ah ne, ich muss ja hier mal gucken. Ja, ich habe jetzt noch 4500 für Friendly Fire zahlen müssen. Ich kann auch noch. Alter! Kann auch noch einen Raketen dran klatschen. Wo? Ja, ach nee, brauchst du doch erst erforschen bei der Jagd 3, oder? Nee, bei meiner P3. Und Bomben und so. Blab, allen möglichen Schmal. Aber meine Jagd, Leg 3 muss ich gleich mal pimpen. Pimp my Aircraft. Leg 3. Erstmal. Gott, brauchst du viele, damit du das ganzen Kack daran hauen kannst. Ach was. Das ist ja sau viel, das ist ja nicht lustig. Erstmal hinten, ne, sieht doof aus. So ein komisches Pferd. Da hat das rote Pferd. Halt's Maul! Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz... Arschloch. Die Fliege war nicht dumm, sie machte Sonnen zu Sonnen, flog mir Fliege. Halt's Maul. Okay. Und ich will Killmarks, genau. Da kann ich mir jetzt hier Sterne, Bauflügel. Sind zu groß. Genau, Flugzeuge. Oder genau, ich mache mir Bier drauf. Bier. Ja, das ist, wenn man Killmarks, ich habe eine gewisse Anzahl an Kills, aber da sieht das doof aus. Ich will aber nicht bei den roten Stern das machen. Ah, hier vorne vielleicht. So. Du bist ready? Mhm. Let's rock. Let's fetz. Sprach der Frosch. Hä? Hey. Und sprang in den Mixer. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ich find's lustig an der I6. Verfolgt sie, aber unauffällig. Also, ich fand das schon sehr unauffällig. Göttlich. Wir besorgen uns einen Hubi. Heli, bitte was? Die offizielle Abkürzung für Hubschrauber heißt Heli. Ist mir scheißegal, wie das Ding heißt, Hauptsache es fliegt. Ist in einer halben Stunde, das schaffen wir. Keller, es war gestern. Oh, das wird knapp. So geil. Ich erinnere mich noch daran, als wäre es gestern gewesen. Dabei war es heute Vormittag. Ist aber jetzt ein anderer Film. Achso, die Map. Okay, mit welchem Flugzeug kann ich gar nicht landen? Ich fange mit der BB-1 wieder an. Die ist lustig. Weil du mit der nicht landen kannst, oder? Ja, mit der kann ich landen. Ja, ich versuche eigentlich nie... Ich mache sie damit die Eat... Nee, ich nehme jetzt die erste Jäger, glaube ich. Die I-16 oder den... Mit I-16. Ich nehme lieber am Anfang... Ja, das Landen das letzte Mal so gut geklappt. Oh, Backflip. Ich weiß noch, als wir das Ding das erste Mal geflogen sind, du was machst, du willst landen und du schlägst dich gleich mal an. Und das in den ersten zwei Gefechten. Ja. Das war, also, da hast du Erfahrungen gesammelt? En masse? So, was nehme ich? Ich nehme die... Ach, das Blöd ist, meine P kann ich hier gar nicht richtig nutzen, weil hier sind ja kaum Stellungen, sondern eher Flug. Brrr.
Ach, ich nehme auch mal die 16. Ich versuche zu landen. Gegen Schiff habe ich jetzt... Flugzeug Catbank mal wieder eine Runde. Das ist doch nice. Ja, und damit landen. Viel Spaß. Okay, ich versuche auch zu landen, allein weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Man hätte sich ihren Bomber nehmen können und einfach über deren Feld fliegen, wenn die gerade versuchen, alle zu landen. Das stimmt natürlich. Ja, das Blöde ist, da cruisen auch ziemlich viele Jäger rum, die über dem Feld rumfliegen. Da ist man sehr schnell runtergeholt. Oh Gott, was macht der denn? Der landet. Ja, nicht sanft. Brauchst du nicht. Ich bin zu schnell. Ich bin zu hoch. Ups, ich habe mir den Motor zerballert. Ich mir alles bis auf mein Höhenleitwerk. Nein. Ich habe mir alles bis auf mein Höhenleitwerk zerballert. Also hör auf zu heulen. Ich bin von der Runway abgef... ich hab gekappt! Ich hab gekappt, du Arschloch! Yay! Yeah. So war, lief das dann auch ungefähr bei Bastians ersten Gefecht. Ich bin leider von der Runway abgekommen und irgendwo in der Pampa dann hat's mich auf den Kopf gelegt. Ja, mich hat's mitten auf der Runway auf den Kopf gelegt, weil ich viel zu schnell war. Da, ja, ich auch. Ich bin über die Runway hinausgeschossen. Da ist aber der Vorteil, dass du nach 30 Sekunden wieder da bist. Das bei mir jetzt nicht ganz so. Ach ne, nehme ich den Bomber hier. Ja, Bomber. Was los? 600 km/h zu landen ist nicht so unbedingt schlau, oder? Dann passiert das gleiche wie mit mir und ich war mit 300 unterwegs, also. Nicht die Leck 3, das ist so ein nice Flugzeug. So ein nice Flugzeug. Dreh lieber mal runter. Aber ich find's nice, dass ich gecapt hab. Du Muschi. Hat das so. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Oh Leute, tut mir leid, wenn ihr das Video anschaut. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Hat sich rein im Schwanz die Fliege abgewehrt. Aber das wird wieder lustig, wenn man schiefern. Ja, da hilft nur. Diese Hütte, ey. Müssen wir dieses Jahr wieder hin. Ich weiß nicht, ob ich das will. Super, Alter. Ich hau die volle Ladung drauf und nichts passiert. Oh, lebt 40 Sekunden nach, das ist hier schlimm. Das ist eine 20 mm, hallo? Natürlich lädt die ewig nach. Sonst wäre es ziemlich hart und unfair. Ich meine, wenn schon SMG 20 Sekunden nachlädt. Hast du mit der Lag... mit der Lag... Mit der Lag habe ich Lags. Ja, witzig. Hast du damit versucht, einen Zerstörer zu zerstören? Nein, ich bin nicht komplett blöd. Wer weiß? Fällt gerade nicht, wo ich rumfliege. Vielleicht warst du zu viel mit der Annegret im Blumenbeet. Oh Gott. Das ich war bin ein Arschloch. Ich schieße jetzt hier 51 ab. Das ist lustig. Hier 51 sind lustig. We are losing. Das ist nicht lustig. Das ist echt. Nein, irgendwas ist hinter mir. Das gefällt mir gar nicht. Jo. Das Lustige ist, wenn du im Sturzflug 400 Kilogramm Bomben absetzt. Das gibt's doch nicht, ich erwisch die nicht mal. Okay. Der Piss hat gerade unser Airfield gecapt? Ja, ich frage mich vor allem, wieso hat er das geschafft? Nein, ich reduce nicht mein Speed. Airflip, hab ihn noch erwischt. Jawohl! Oh fuck! Ich schmier so ab. Alter, wieso habe ich immer, nachdem ich einen Zerstörer zerstört habe, einen Vollidioten, einen dummen Jäger hinter mir? Komm. Die H51 hole ich mir aber noch! Jawohl! Oh, Kill Assist, fick dich doch.
Komm, bleib stehen. So, die Zeit ist rum, Leute. Kleiner Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.